Ja, servus Leute von heute. Grüß euch. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von, jetzt wollte ich sagen Millie Island. Na, hier auf Millie Island. In der nächsten Folge. Jetzt habe ich mich eh gemutet, Leute. Das war jetzt nicht schön, weil ich habe gehustet, so komisch. Geh zu Durchgang. Jo, wir sind einmal hier fertig. Leute, das heißt, wir können eigentlich wieder zurückmarschieren. Und zwar zu diesem komischen Schwertmeister, einen, der mich im Schwert trainieren kann, Leute. Wo kann ich eigentlich? Kann ich da eigentlich irgendwie auch? Nö, ich will weiter, Leute. Ich muss zum Pfad gehen. Kann ich irgendwie schnell auch zum Pfad reisen? M vielleicht? Wartet mal, ich schau kurz. Nö, das zeigt er mir gar nicht an. So, ja, nächste Folge. Das ist jetzt Folge 7. Folge 07, Leute. Und wir haben mal ein Schwert, wir haben auch eine Schaufel. Ja, für was ich die Schaufel jetzt genau brauche? Natürlich was zum Ausgraben, schätze ich mal. Aber ich gehe mal da zu diesem Haus, Leute. Weil wir können trainieren mit dem Schwert. Boah, 100 Goldstücke das Schwert. Ich habe kein Schwert, Leute. Oh Gott, nein. Hilfe. Ah, ah. Öffne. Servus, kann ich da rein? Habt ihr das gehört? Was willst du? Ja, oh, du bist. Let's see your sword. Dann lass mal dein Schwert sehen. Ja, servus, mein Schwert. Okay, sehen Sie mal. Okay, check it out. Ja, das ist ganz nett. Let's get to it. Lass uns loslegen. Oh mein Gott. Ah, es wird trainiert. Okay, du Weichling. Why don't you whip that sword dein Schwert und zeig, was du drauf hast. You can do with it. Was? Hallo! Bursche! You fight like a du kämpfst wie ein dummer Bauer! I usually don't normalerweise verschwende ich meine Zeit nicht mit Ungeziefer wie dir. Aber doch dieses Litschak-Affäre gehen die Geschäfte eher schlecht, also habe ich keine Wahl. I need the money. Ich brauche das Geld. Ja, ich sehe, wir müssen ein paar spezielle Maßnahmen ergreifen. Nur damit du es weißt. Das mache ich nicht mit jedem. Ich tue das wegen dieser speziellen Schüler-Lehrer-Goldstückbindung, die ich inzwischen zwischen uns fühle. Ich lasse dich antreten gegen eine Puppe, die Maschine. Oh mein Gott, Maschine, Hilfe! Wird das wehtun? Oh mein Gott. Hallo? Yikes. Come at me. Geh auf mich los, keine Angst, du kannst mir nicht wehtun. Benutze deinen Rückstand gegen die Vorhand. Watch your footwork. Pass auf deine Beinarbeit auf. Oh no. Gott. Nein! Beat erst zustecken, dann ausweichen. Watch your footwork. Pass auf deine Beinarbeit auf. Advance. Vor Angriff zurück parieren. Kann ich irgendwas machen? Hours later. Wenige Stunden später. Langsam kriegst du den Bogen raus. Oh mein Gott. More hours noch ein paar later. Stunden später. Not oh Gott. Nicht schlecht, du bist gut in Form. Form. Now I'm gonna let nun eröffne ich dir aber das wahre Geheimnis des Schwertkampfs. Schwertkampf ist ein wenig wie Liebe. Es sind nicht immer die Taten, sondern die Worte, die zählen. Jeder blöde Pirat kann ein scharfes Stück Metall durch die Luft schwingen. Aber die Profis, die erledigen ihre Gegner mit einer Beleidigung. Eine, die sie völlig aus der Fassung bringt. Siehst du, Bursche, dein Verstand muss doppelt so scharf sein wie dein Schwert. Lass es uns mal ausprobieren, ja? Oh mein Gott, wieder ein paar Stunden später. Leute, stell dir Folgendes vor. Wir kämpfen ungestüm gegeneinander. So wie Carla und ich damals in Port Royal. Es gibt eine kleine Pause im Kampf und dein Gegner sagt, du kämpfst wie ein dummer Bauer. You respond with? Dann antwortest du mit, oh mein Gott, Leute, ach ja, deine Mutter aber auch, ich bin besser als du, sie müssen mich verwechseln, ich bin kein Bauer, deine Mutter aber auch, Leute. So is your mother. I can see we've ich sehe, wir müssen noch eine Menge lernen. Here. Leute, you should have responded du solltest antworten mit etwas like wie, how appropriate. Wie passend, you du kämpfst wie like eine Kuh. Cow. Oh Gott, you see, verstanden, it's razor sharp es ist messerscharf, like verstanden. That.
der den Kampf gewinnt. Let's try another. Probieren wir es nochmal. Oh mein Gott. Imagine this. Stell dir folgendes vor. Trapped up against du stehst mit dem Rücken zur Wand. My sword just mein Schwert hat dir zwei Schnitte im Gesicht verpasst. I say, ich sage, soon you'll be wearing mein Schwert wird dich durchbohren like werden, einen Schaschlik. You respond du antwortest with? Mit. Oh mein Gott. Ich bin besser so wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. How appropriate. You fight like a cow. No, no, no. Oh Gott. That was the response das war die Antwort auf die letzte Beleidigung. Doesn't even make sense die macht hier doch gar keinen here. Sinn. Oh Gott. Oh. Oh, Leute. A correct response to, eine richtige Antwort zu. Mein Schwert wird dich durchbohren wie eine Schaschlik. Would have been something like, wäre etwas gewesen wie. First, you dann start fuchtele nicht damit rum like wie, mit einem Staubwedel. Okay. See? Verstehst du? Razor sharp. Messerscharf. Now, oh Gott. I nun schlage ich vor, dass du draußen ein paar Beleidigungen lernst. Insults. Oh Gott. Na super. Like ich werde dieses Gefühl off. Nicht los, dass man mich reingelegt sure hat. Wahrscheinlich similar. Fühlen sie sich jetzt ähnlich. Hä? So, und jetzt? Kann ich da jetzt nicht mehr reingehen, oder was? Oh mein Gott, ich hab's versaut. So, habe ich mein Schwert noch immer? Ja, ich hab sogar meine Schaufel noch. Kann ich noch einmal? There's no answer. Keine Antwort. So, der will nicht mehr. Der hat mich reingelegt, Leute. Die Sau. Captain Smirk's Big Body Pirate Smirk's Bodybuilding Studio. Prices. Sword training, 30 pieces of weight. Hä? Cannon firing, 160 kann ich das nicht pieces überspringen? Weight. Balls extra. Grappling hook, 130 pieces of weight. Hook extra. Keine Ahnung. Gehe zu Pfad. Also momentan wüsste ich jetzt gar nicht. Oh mein Gott. Pfefferminz, wen kann ich denn das geben? Wer stinkt? Ja, Leute, wer stinkt aus dem Mund? Eich, du Kacke, Mensch. Also der lasst mich jetzt da nicht mehr rein. So, wo soll ich denn jetzt hingehen? Zirkus? Lichter. Warte, schau mal zu den komischen. Leute, was ist das für ein Idiot, dieser komische sogenannte... Ah, Hilfe! Was ist das jetzt? Achso, da kann ich jetzt weitergehen. Habe ich jetzt weiter können, genau. Stance Bravishly Owned Vessels. Was heißt das? Geh zu Schild. Willkommen in Stains Gebraucht Schiff Bazaar. Ich suche gerade die heimliche Hemisphäre nach den schönsten Stücken leicht gebrauchter Transportmittel ab. Sehen Sie sich in Ruhe um. Ich bin bald wieder da. Stan. Hä? Ich sehe nichts Besonderes. Gehe zur Krogmaschine. Ich benutze mal die Krogmaschine. Also mit der Tür. Krogmaschine benutzen. Habe ich irgendeinen Behälter? Nö, voll nicht. Gib Pfefferminz. An. Benutze Krogmaschine mit. Pieces of eight are the preferred Goldstücke bevorzugt. Ja, dann muss ich das nutzen, Leute. Gib Goldstücke. That doesn't seem to work. Klappt so nicht. Ja, wurscht. Benutzen kann ich es auf jeden Fall nicht. Die Krogmaschine. Ich habe keine Ahnung, Leute. So, was haben wir da? Geh zu Boot. Da haben wir ein Boot. Bot. Untersuche. Niedlich. Okay, super. Mit dem Boot kann ich auch nichts machen, schätze ich mal. Gehe zu Boot. Süß, aber klein. Also dann gehen wir mal weiter. Leute, gehen wir weiter auf der Leiter. Gehe zu Boot.
So, und jetzt? Ah, da geht's weiter. Looks like one of those well-aged sieht wie einer imports. Dieser Europa-Importe aus. Okay. Was haben wir da? Aha. Okay. Jetzt bin ich wieder da. Fuel Economy. Dull. Ziemlich dull. Langweilig. So, was soll ich da jetzt machen? Ich gehe mal zum Boot. Dann geht's ja da drüben auch noch weiter, oder? I'm surprised this one ich wundere mich, dass das noch nicht gesunken ist. Also da kann ich momentan ja noch gar nichts machen, Leute. Da gibt's ja überhaupt nichts. Da gibt's nur diese Krokenmaschine. Aber ich kann da momentan nichts machen, Leute. Die Musik... die Krokenmaschine. Krokenmaschine benutzen mit... That doesn't seem to work. Das klappt so nicht. Schiebe die Krokenmaschine. Rumpel. Oh! Nothing. Nichts. Oh mein Gott, Leute! Rede mit der Krokenmaschine. Siehe, Krokenmaschine. Nothing. Nichts. Benutze Krokenmaschine. Ah, nö. Mit? Geht auch nicht. Nimm die Krokenmaschine. I can't pick that up. Das kann ich nicht nehmen, na logisch. There must be a more honest. Es gibt ehrlichere Wege, an Kleingeld zu kommen. Okay, nö. Also da sehe ich jetzt auch irgendwie nichts. Ja, dann gehen wir wieder mal zum Pfad. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Momentan ist da keiner zu Hause. Schau mal, da sind so viele Diebe hier. Hässlicher Pirat. Stinkender Pirat. Oh mein Gott. Ich gehe mal zum Aussichtspunkt. Leute. Geh mal zum Aussichtspunkt einmal. Schauen wir mal, was das jetzt, ob ich mit ihm reden kann. Rede mit Speer. Listen, I'm sort of busy er, ist right now. Er ist noch immer I'll beschäftigt, okay. Ja, ja, ja. Gehe zur Treppe. Kann man Treppe. Ich brauche, ja, genau. Ich brauche irgendwie einen Knochen. Vielleicht kann ich jetzt damit, na? Vielleicht kann ich jetzt mit dem Hund irgendwas machen. Da drinnen. Ich habe nämlich ein Pfefferminzbonbon. Das gebe ich mal einem Pirat, weil einer stinkt sicher. Haha, Leute! So. Wartet mal kurz. Breathmaster, for the pirate who cares. Ja, ja, weiß ich eh. Ich hab falsch geklickt, Leute. So. Gib Pfefferminz. Okay, wartet mal kurz. Nein, nicht nimm Pirat. Das kann ich nicht nehmen. Nö, ich will das ja gar nicht. Das ist so blöd mit der Steuerung. Gib Pfefferminz an. An Hund? Schauen wir mal. Grr. Okay. Pfefferminz kann ich dem Hund nicht geben. Das Fleisch schätze ich mal auch nicht.
abgekochtes Fleisch an Hund. Nö, das gibt er nicht her, Leute. Was habe ich noch eigentlich? Untersuche Karte, 174 Goldstücke, untersuche Protokoll. Na, machen wir mal. Jede Menge Rechtschreibfehler, okay? Also das Pfefferminz. Weiß ich jetzt nicht, wo ich das, was ich mit dem machen kann. Wurscht. Ich gehe nämlich jetzt woanders hin. Weil ich habe ja da gesehen, bei der Wahrsagerin dort ist ja eine... Na, wie heißt denn das jetzt? Öffne Tür. Ja, bei der Wahrsagerin ist ja so ein Ding drin, ein Krog, nicht so ein Behälter. So. Gehe zu Kelch, weil da wäre nämlich ein Kelch, Leute. Dann nimm. Nimm den Kelch. No thanks. I'd rather not touch any of this creepy voodoo stuff. Dann nimmst du aber bitte mal den Knochen, oder? No thanks. Du nimmst ja gar nichts. Kollege! Öffne. Gehe zu Korb, aber da greift er nicht rein, Leute. No thanks. Something will probably jump out. Oh, Leute. Gehe zu Körbe. Kann ich den irgendwie öffnen? Actually, eigentlich bin ich nicht so scharf drauf, da reinzugucken. Probably poisonous. Sind wahrscheinlich giftige Schlangen drin. Du bist ein Vogel, weißt du das? Gehe zu Voodoo. Was haben wir das? Gehe zu Sofa. Voodoo-Nips. Wartet mal kurz. Ich nehme Voodoo-Nips. No thanks. I'd rather not. Also er nimmt das ganze Zeugs auf jeden Fall nicht. Er nimmt auch diesen Krug, diesen Kelch nicht. Schiebe Voodoo-Nips. No thanks. I'd rather not touch any of this. Er will das nicht anfassen, Leute. No thanks. Okay, er greift da gar nichts an. Dann kann ich ja da auch weiter nichts weiteres machen, Leute. Ach, Leute. Was haben wir denn noch einmal alles? Pfefferminzbonbon. Nö. Ja, genau. Speichern wäre ja mal nicht schlecht, Leute, oder? Wir haben das Spiel zu 13% durchgeschafft. Leute. 15%. Wahnsinn. Noch nicht einmal ein Viertel, aber wurscht. Ich will das gar nicht durchspielen. Nö. Es ist einfach ein cooles Spiel. So, ich rede mal mit denen. Ich gehe da mal wieder. I'll just be running along now. Ja, vielleicht kann ich. In so. Gib Pfefferminz. Hey, man! Frank, make him quit it! Gib Pfefferminz an. Nö, voll nicht. Öffne Pfefferminz. Okay. Ja, keine Ahnung, Leute. Also ich habe keine Knochen, ich habe ein Gummihuhn. Untersuche, vielleicht gebe ich das Protokoll. Gib Protokoll an. Das, da habe ich auch keine Option, okay. Ich muss das alles erst einmal checken, Leute. Warte mal, da ist eine Gehe zur Kiste. Gibt es da irgendwo eine Kiste? Gehen wir mal zum Durchgang rüber, Leute. Aber die Folge ist jetzt gleich raus, dann machen wir in der nächsten Folge einfach weiter. Also... Was wir da weiter irgendwie machen können oder keine Ahnung was, das werden wir dann eh in der nächsten Folge sehen. Ja. Ein bisschen schaffen wir es immer wieder weiter, das ist cool. Wir haben Pfefferminz, wo wir das einsetzen können, weiß ich momentan noch nicht. Karte, Pfefferminz, eben Schwert, Schaufel. Gekochtes Fleisch. Müsste ich jetzt einmal schauen, ihr Lieben. Immer falsch, klicke ich falsch, Leute.
Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Sei auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es weitergeht mit The Secret of Monkey Island. Game over. Bis zum nächsten Mal.